Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück an unserer Kochstelle, in unserer Basis bei Tschernobylite. Ja, ich habe offline wieder schön aufgeräumt, seht das schon? So, das, was wir immer mitnehmen, nehmen wir mit in die nächste Mission. Und ja, kurzer Rückblick auf die letzte Folge, da haben wir das schwarze Pulver für Olga besorgt, was gegen das Tschernobylit wirkt, also gegen diesen Organismus. Und wir haben festgestellt, dass dieser Organismus lernt. Was wir jetzt machen, dass wir hier vorwärts kommen bei dem Spiel auch, ist, wir müssen eh schlafen. Und wir haben genug, nicht Beweise, sondern wir haben genug Hinweise für die Frau vom roten, aus dem roten Kleid, also Tatjana. Was ich nicht finde, was bei allen immer nicht gefunden habe, ist dieser letzte Final-Hinweis. Das Ding ist bereit, wir haben Fakten 3 von 3 und Hinweise 3 von 4. Natürlich kann man das wahrscheinlich besser spielen, dass man 4 von 4 findet. Aber ey Leute, ich bin jetzt bei Folge über 70 irgendwas, ne? Und ja, wir müssen hier langsam mal zum Ende kommen. Ich glaube, wir sind auch ziemlich weit am Ende des Spiels. Wir machen jetzt die Simulation. Auf geht's, wir starten die Simulation der Ariadne, weil wir müssen ja eh schlafen. In die virtuelle Realität einzutauchen, versetz dich in einen traumähnlichen Zustand. Das wird dich die ganze Nacht bla bla, das wissen wir. Auf geht's. Igor, auf in deine Träume. Setz auf die Ariadne. Und schwebe dahin. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt rausfinden über die Tatjana noch. Oh, wo sind wir denn jetzt? Sind wir in dem Reaktor? Krass, wie sieht denn das hier aus? Oder zumindest in irgendeiner Forschungsstation. Wahrscheinlich die Forschungsstation im Reaktor. Das sieht ja krass aus. Hier drauf, hier. Nitrogen. Jetzt ist es wieder so, ihr wisst es ja, jetzt muss ich irgendwie schnell rennen, obwohl man gar nicht rennen kann, weil grüne, durchsichtige Wesen sich unterhalten werden und ich weiß nicht, wo sie stehen. Das ist echt ein bisschen nervig. Die sollten das machen, dass man so ungefähr auf einer Entfernung wie hier zur Wand, dass sie erst anfangen, wenn man hinläuft, zu quatschen. Problem ist, die quatschen gleich los und ich weiß nicht, wo sie sind. Das hier aussieht. Krasser Scheiß, das da hinten, das sieht aus wie Wasserbomben. Also, oder Wasserminen, besser gesagt, ne? Krass. Ich glaube, wir müssen bestimmt da oben hin. You're absolutely sure about Wusste that, ich doch. Professor Semenov? It's the only logical explanation. How else would Amelieva's gamma brainwaves be able to interact with Chernobylite if it wasn't at least partially sentient? And what about the gate? Some advanced form of telekinesis. Okay, übersinnliche Fähigkeiten, Telekinese. Habt ihr das gesehen? Die haben wieder angefangen zu quatschen. Da stand ich noch hier hinten. Ich finde es, da haben sie Mist gemacht. Du gehst hier hin und hier fangen an zu laufen. Und dann, ja klar, musst du da rein, aber dann kannst du ja gar nicht richtig lesen, weil du noch damit beschäftigt bist, hier hinzulatschen. Ja, naja. So, der nächste, der quatscht dann wahrscheinlich da hinten in dieser Röhre. Und ich bin gerade die Treppe runtergelaufen. Alter, Walter, was ist das denn hier? Danger, Junge. Die Danger Maus. Das gab's früher. Warning. Ja, auf geht's weiter. Gucken, wo der nächste hier kommt. Man kann halt leider nicht rennen. Ich würde gerne rennen dann. Also voll das sterile Forschungszentrum. Da sind sie. Da müssen wir hin. That's not a sufficient explanation. Not by a long shot. But if what you're saying is true. That would mean that the wormholes are... No, that is impossible. Why impossible? Think about it. Just because we've never seen an organism powerful enough to create, withstand, or even direct the exotic energy found near black holes, doesn't mean it doesn't exist. Krass, ein Organismus, der exotische Materie produziert. Nur weil man das noch nie gesehen hat, heißt es das nicht, dass es es das nicht gibt. Ja, ist so, ne? Ja, gehen wir mal weiter. Na, jetzt sind die da unten. Wie komme ich jetzt da runter am schnellsten so, dass die nicht anfangen zu quatschen, aber ich mich hinstellen kann? Es geht ja alles um die Frau im roten Kleid, um Tatjana, ne? Das haben wir nicht vergessen. Wie? Ihr fangt jetzt an zu quatschen, wenn ich hier bin. Trigger nicht. Noch nicht. Die Lampen sehen irgendwie cool aus, finde ich. Sehr futuristisch alles. Kühlaggregate hier. Na komm, schnell.
So these fractal tunnels, they're also organic. So we're what? Traveling through the veins of a giant multidimensional Moby Dick? Right now, thanks to his trials, only the Black Stalker is. And if you like to play with metaphors, I would say more like a giant multidimensional squid. And that would make the shadows, what, some kind of external white blood cells? Das sind die schattenweise externe Blutkörperchen und es macht angeblich nur der schwarze Stalker. Wenn ihr wüsstet, ich reiste auch durch die Gegend die ganze Zeit schon. Haha. Ich bin euch auf der Spur. Und Boris auch, Junge, dieser Elende. Kann ich da hinterlaufen? Ist da irgendwas? Finde ich hier vielleicht ein Foto? Von der Tatjana noch. Ah. Ist nicht gewollt wahrscheinlich. Schalter umlegen! Hier, das sieht aber nicht gesund aus. Ist abgebrochen. Da kannst du wieder durchlatschen und bei manchen anderen Sachen ist die unsichtbare Wand. Oh no, push the button, Junge. Push the button. 645,80. 628,93. Für was auch immer diese Konsole ist. Ja, weiter geht's. Design ist cool, gefällt mir gut. Also sie haben das Spiel schon gut gemacht. Und wie gesagt, Leute, vergleicht es einfach nicht mit Stalker. Mit Shadow of Chernobyl oder Clear Sky und ja, Call of Pripyat. Das ist ein anderes Spiel. Es geht um was ganz anderes hier. Alter, was ist das denn? Was ist denn das? Das sind alles Versuchsobjekte, ey. Die haben sie ja nicht alle. Das sind doch die Chernowirts, die dann draußen rum... Also die Schleicher im Prinzip. Krasser Scheiß. Ich stehe in einer Halle voller Schleicher. Heftig. Naja, weiter geht's. Wo sind die grünen Affen hier? Da vorne? I quite like that theory. They are here to nourish the main host and protect it from intruders and diseases. Us? Most of us, yes. Shadows emerge through the unstable gate. So you don't think it was retaliation or an invasion? No. I would rather call it the reaction of an organism that was attacked by something foreign. Ja, der Organismus wehrt sich mit den Chernowirts als externe weiße Blutkörperchen gegen uns, also gegen mich. Wahrscheinlich, das wollte er damit sagen. Ja, wir werden sehen, wie das hier weitergeht. Es wäre echt bescheuert, wenn ich hier die restlichen Bilder hier irgendwie finden muss, weil ich will das nicht. Ich muss immer dahin latschen. Foreign, you mean our test subjects. So shadows are some sort of antibodies. Exciting, isn't it? And Amelieva is like the correct protein, the conduit. She can communicate with the beast, but the beast can also speak through her. I've seen what happened to subjects who were exposed to Chernobylite. Getting some FaceTime with this must be unsettling. Krass. Also das Ding, die Tatjana kann über das Ding sprechen und das Ding über die Tatjana auch. Ja, das ist natürlich ein bisschen gruselig jetzt. Jetzt weißt du nämlich nicht, ob die Tatjana mich die ganze Zeit gerufen hat. Und teilweise war mir das ja so, wenn die gesprochen hat, dass mir da so ein bisschen Schauer über den Rücken gelaufen ist, weil das echt ekelhaft war, wie sie sich verhalten hat. Obwohl der Igor hier total klingelt und verliebt sie sucht, ne? Da kamen da manchmal so Dinger, als wenn er so, also, das war alles nicht richtig und bla bla. What do you care? Our names will go down in the history books next to Newton and Einstein. Ja, ist klar. Of course, Professor Semyonov. This is all worth it. So Chernobylite is some kind of sentient, multidimensional organism. And Tanya can communicate with it. This is... I can't even wrap my head around this. Ich kann dann nicht mal im Ansatz begreifen, dass die Tatjana darüber redet. Ja, aber wie soll's denn sonst gehen? Also, hat er die ganze Zeit nur gedacht, der ist bescheuert oder was, der Igor? Wahrscheinlich. Na dann, in die nächste Stage hier. Mal gucken, was da noch kommt. Irgendwo in der fraktalen Welt, 21. Dezember 2012. Also irgendwo in dieser Fraktalwelt. Sag bloß, die hängen. Ja doch. It's been so long, my love. Why can't I hear you anymore? Since you gave birth to the boy and fell into a coma.
You used to visit me in my dreams. I miss our conversations. I miss you, Tanya. Sometimes, I think I lost my way in all this. Lost myself. Die zwei können dann scheinbar auch schon eine Weile kommunizieren. Der schwarze Stalker. Der Boris, dieser elende Drecksack. Wenn er sie in der echten Welt nicht haben kann, dann holt er sie sich halt hier, scheinbar. Wenn ich den kriege. We both made so many sacrifices, and now I'm not even sure what awaits us at the end of this road. But this is our only chance to be together. You cannot lose hope now. Please, just let Semenov have what he wants. Give it to him, and then we can have each other. Poor bastard. It seems his delusion keeps him going. But I need to focus. I have to find out what Tanya is supposed to give to Semenov. Alter Boris, Junge! Da ist die Tatjana, oder? Da liegt sie! Boah, jetzt krieg ich echt Gänsehaut, Junge. Warum? Was steht da? T6034 PR18 und dann kommt eine MAC-Adresse oder was? Eine IP-Adresse, eine öffentliche. 215 3515 683 14. Naja. Krass. Wir sehen das erste Mal Tatjana. Gesund sieht sie aber nicht aus. Aber naja doch, also sie ist auf jeden Fall nicht von diesem Tschernobylit hier irgendwie angekratzt, ne? Danger. Ah ja. Wie geht's weiter? Die nächste Sphäre. Der Boris, dieser elende Drecksack. Nur deswegen ist die Tatjana weg und Igor hat sie nicht mehr, glaube ich. Also, luxuriöses Nahzentrale, 8. März 2019 in der Nacht. Luxusbüro der NAR-Zentrale. It's fascinating, Professor Semenov. Really? But I'm here to discuss business, not scientific curiosities. Our investors need to see a return on their investment. You don't need to worry about that. It can be monetized in ways they can't even imagine. Dem Semenov-Penner geht's nur ums Geld, hä? Ich fass es nicht. Dieser elende Drecksack, genauso wie der Boris, ey. Also die zwei. Da raucht's, wenn ich die... was ist denn hier los? Wir sind jetzt draußen, wieder. But that's just the thing. These people don't like surprises. They want to know precisely what to expect. New types of weapons, medicine, a new means of transportation. All of that, and more. You can tell your precious investors that the millions they're pouring into our project will come back to them as billions. And what about the Duga radar? It's been drawing all kinds of unnecessary attention over the years. These dark tourists and those damn stalkers. It has served its purpose. You can scrap it and make razors for all I care. We've got Amelieva now. She's the ultimate conduit. Alter, Pisser, und jetzt habe ich das, meine ich. Jetzt habe ich sie wieder nicht gesehen, ne? Hier bin ich rausgelaufen und die standen da hinten. Da hinten hier in dem Tor. Aber da den Hubschrauber ist, und die Abschussrampe, hat das was damit zu tun, weil ich doch hier den Semenov abgeschossen habe? Weil Mikhail das wollte. Ich weiß nicht. Genauso das hier mit den Mörsern, da waren wir doch auch drin. Sind wir hier gerade in dieser Zentrale? Ach, was weiß ich. Wir gehen mal weiter. Quatscht jetzt nicht hier drinnen los und ich weiß wieder nicht, wo ihr steht. Irgendwo seid ihr da, seid ihr. What we have in the works right now, it will transform the NAR into the biggest conglomerate in the world. It's going to be a $1 trillion business. We will use Amelieva to stabilize the gate to another world, the Chernobylites' world. And once we are able to travel there, this will be a revolution unlike anything humanity has ever witnessed. Alter, der ist immer noch nicht ganz dicht. Ist das der Hubschrauber, mit dem der gestartet ist, den ich dann abgeschossen habe, vielleicht? Vielleicht ist er das, ich weiß nicht, ich habe die Nummer nicht mehr im Kopf. Verdammt. NAR Industry. Also ihr steckt alle komplett dahinter, ihr wollt nur Kohle machen, ihr Penner. So, hier geht's dann wahrscheinlich gleich weiter.
Jetzt ist es 2:30. In unserer... You could call it an ontological shock. Ontolo what? Never mind. Okay, as long as you find a safe way of putting a dollar sign on it, you've got the permission of the board. But, you know, just keep your feet on the ground, okay, Professor? We're here to make money, not destroy the world or cause shocks of any kind. I've got it all under control. Everything is in place, and our patient Zero is ready. Dear God, so that's what Semenov needs Tanya for? Stabilizing a wormhole? A gate to the origin of Chernobylite. I need to get to the power plant and find her fast, before he can carry out this insane plan. Who knows what can happen to her, or to the world. I've got to make a plan, and move fast. Ja, Semenov will also das Tor stabilisieren mit der Tatjana. Also, und wir wollen das jetzt verhindern. Dann kommt bestimmt noch was. Oder auch nicht. Ich glaube, das ist jetzt das Ende der Erinnerung. Heidenai, Heidenai, was ist hier los? Igor, wach auf. Wir müssen Tatjana retten. Bevor der verrückte Professor ein Wurmloch stabilisiert mit ihr. Alter Verwalter, hier ist was los. Mann, Mann, Mann. Tag 31, der Schutzraum am Morgen. Tatjana fiedelt nicht. Wir haben sie aber gesehen. Ich fasse es nicht. Wir haben Tatjana gesehen. Oh, freigeschaltet. Frau im roten Kleid. Errungenschaft. Ja, was soll ich denn mit diesen 8 Fähigkeitspunkten noch? Ich kann sie nirgendwo mehr einsetzen. Ich habe doch schon alle. Aber mir fehlen immer noch Auge von Moskau. Zentrum von Pripyat und Roter Wald. Fehlt mir immer noch ein Bild. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass die Tatjana kommt und sie hier rumjammert. Dass ich doch bitte dahin kommen soll, mal. Naja. I know you're there, Professor Kaminiuk. Answer the radio. We need to have a little chat. I've got something that may interest you, Igor. Please. Are you... General Kozlov, in the flesh. I need to talk to you. Again. Why should I trust you? I don't need you to trust me. Simply listen and draw your own conclusions. But not here. Red Forest. Next to the train station. Come alone. Alles klar, da wollten wir doch eh hin in den roten Forest. Da war ich zwar jetzt eben schon einmal in der letzten Folge, aber ich gehe jetzt wieder hin. Vielleicht finde ich ja dann ein Bild. Noch zusätzlich. Allein? Ich soll blind links in meinen Tod spazieren? Hinterfrage sein Motiv. Besuche herausfinden, was er will. Ich muss nachhaken und der Sache auf den Grund gehen. Ich hinterfrage sein Motiv. How do I know it's not a trap? You are important, but not that important, Professor Kaminiuk. Besides, there are much easier ways to get to you. Trust me. I don't like this one bit. I know, Professor, but be there anyway. There won't be another chance. Was wäre eigentlich gewesen, wenn wir den Kozlov jetzt gekillt hätten? Dann wäre was anderes passiert. Mann, man kann das Spiel wahrscheinlich 15 Mal durchspielen. Hier, gefühlt. Und es gibt andere Enden. Bei mir wird es nur eins geben. Sag ich gleich, ich werde... That was Kozlov, right? What did he want? Some FaceTime in the Red Forest. The Red Forest? You can't go. It's too dangerous. Oh, no shit, it's dangerous. But when did that ever stop you from sending me on a mission? I'll take every precaution. But all Kozlov has to do is pull a gun and blow your brains out. That's a hard no. Ah, jetzt wird Olli wieder kotzen. Das gefällt mir gar nicht. Blabla. Mann, Olli, jetzt habt ihr nicht so. Hast du gesehen, wie ich hier mit Pfeil und Bogen, mit Armbrust umgehen kann? Oder zumindest habe ich sie ein paar Mal erzählt. Wahrscheinlich abends am Lagerfeuer, wenn wir uns hier unsere Pilze gegrillt haben. Oh, Mann. Er verhält sich sehr merkwürdig. Offensichtlich verbirgt er etwas. Aber was? Oliver, was mit dir? Sag, dass du alleine gehst. Frag Oliver aus. Kozlov meinte es ernst. Ich muss das alleine durchziehen. Er verhält sich sehr merkwürdig, der Olli. Ja, das stimmt schon. Warum ist er auf einmal so extrem dagegen? Was soll denn das? Offensichtlich verbirgt er etwas. Aber was? This is out of character for you, Olivier. Is there something you need to tell me? No. I mean, I've got a strange feeling about this is all. This trip could end very badly for us. Remember to stay on the radio, okay?
I'll help you from here any way I can. Sure. Don't worry so much, Olivier. Someone has to. Irgendjemand muss es ja tun. Oli? Freundchen? Hier 3 Jahre neben mir auf der Bank gesessen und jetzt auf einmal hier wirst du komisch. Ich fass es nicht. Ja, zwei Jahre waren es nur. Ist aber egal. So, jetzt planen wir eben die nächste Mission. Das machen wir noch. Springen wir rein und werden ein Stück davon wahrscheinlich auch noch spielen. Das heißt, die bittere Wahrheit. Bittere Wahrheit. General Kozlov will mich sprechen. Könnte eine Falle sein, aber vielleicht weiß er ja etwas. Ja, wir werden das jetzt tun. Tatjana muss warten mit diesen Geistern in der Vergangenheit. Im Hafen von Brübia, da muss ich überhaupt nicht hin. Da kenne ich schon alles. Die geht mir auf den Sack. Essensversteck. Wer macht denn das? Das Essensversteck. Das macht der Olli. Kopachi. Eine Monsterjagd. Das ist ja wieder... obwohl, die Monsterjagd in Kopachi könnte der Olli machen. Wie macht der Olli? Das Essensversteck dafür macht der Saschko. Was haben wir hier noch? Da haben wir nochmal Hafen von Brübjad was zu essen. Das holt der Tarakan. Nee, der Mikael. So, die nächste Monster hat's. Das geht halt gar nicht mehr. Da sind sie alle zu schwach dafür. Und dann haben wir noch die Kühltürme, Medikamentenabwurf. Das könnte machen... Mit der Olga aus, sie hat eine 95 dabei. Ein Tarakan hat eine 99. Tarakan. Und in der Basis bleiben. Das macht jetzt mal die Olga. Dann haben wir sie alle. Und wir starten zu Kozlov. Ich bin gespannt, was das wird. Olli ist ja am Funk dabei. Auf geht's. General Kozlov, Head of NAR Security. A man from the past with a past. I know his kind. They say they want a happy, quiet life, but they are addicted to war and suffering. I feel you still don't know exactly who you can trust. I know you like ample time to think things through, but you need to start making hard choices, even if you don't have all the details. Ich bin gespannt. Ja, der klang schon extrem so, letzte Chance hier, komm vorbei, Tag 31, Roter Wald am Nachmittag. Ich bin wieder im Dunkeln hier, ihr seht es, da in Puppenhausen, wo das Ganze mal angefangen hat hier. Und in der letzten Folge waren wir ja auch schon hier. Bloß in der letzten Folge habe ich die Lampe nicht angemacht. Ich sehe gerade, es ist schon ganz schön duster vor euch beim Zug. Going to this meeting is dangerous. Going alone is downright stupid. Watch out for any sign of an ambush, okay? I will. Danke, Olli, für den Hinweis auf einen Hinterhalt. Ich laufe mal gleich mit der Lampe hier draußen rum. Damit die auch gleich sehen, wo ich komme. Und der Hinterhalt dann auch funktioniert. Nein, machen wir nicht. Ich komme von hier und muss... Da wäre ein Fragezeichen. Das könnte man noch vorher anlaufen. Und hier ist auch ein Fragezeichen. Wir gehen erstmal zum Fragezeichen. Oh, ey, hört doch einfach auf. Und wenn, dann seid wenigstens da, ihr Scheißpuppen, wenn ihr hier so rumknarzt. So, Speedrun hier durch. Das macht mich irre, gell? Das gibt's ja nicht. Okay. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Der Schlosser. Ach, der Schlosser, bei dem ich was kaufen kann, oder? Hello, fellow prospector. Plauder mit ihm, tausche mit ihm. Mal gucken, ob der uns was sagen kann. Tausche mich nichts. Favor I'd like to ask you. What's on your mind, stranger? I came across an old safe, but I can't open it. You seem to know a thing or two about locks, so I was wondering. Sorry, I need to focus on finding my brother Athanasius. I can't afford any distractions. Na toll, ich dachte, ich könnte ihm... Der könnte mir das wirklich auch machen, das Ding. Jetzt nochmal plaudern mit ihm, mach mal dasselbe. I have a favor I'd like to ask you. What's on your mind, stranger? I came across an old safe, but I can't open it. You seem to know a thing or two about locks, so I was wondering... Sorry, I need... Ja. Hat er vielleicht irgendwie Sprengstoff? Essensration. Do you have any hotter stuff? I thought you would never ask. Der hat gar nichts.
Keramikplatte, taktische Rüstung und Dietrich. Naja, komm. Safe travels, my friend. Ja, du auch, Schlosser. Jetzt habe ich gedacht, der bringt mir was. Ich finde hier was raus. Ich finde. War echt der Meinung, ich finde hier jetzt vielleicht ein Foto oder sowas von der Tatjana wieder. Mann. Oh, Scheiß. Muss ja irgendwo sein. Wir gehen erstmal. Wir gehen über einen Umweg dahin. Wir gehen nicht direkt zur bitteren Wahrheit. Ich will hier dies. Das will ich noch vorher sehen, was hier passiert. Wie kommen wir denn da jetzt am besten durch, ey? Ohne dass wir uns hier verstrahlen ohne Ende. Mit schnellen Schritten. Geht es einigermaßen? Keep your eyes peeled. Ja, ich will da aber jetzt noch nicht hin. Ich will zu dem anderen Fragezeichen erst. Ich weiß, dass das der Platz ist, wo wir die bittere Wahrheit erfahren sollen. Steht einer rum? Das ist der Kosloff. Wir machen das gleich. Vorher gehe ich aber zu den anderen. Das war echt der Kosloff. Ich habe ihn gesehen mit seiner komischen Schirmmütze. Aber jetzt will ich wissen, warum hier ein Fragezeichen. Everybody out, you're surrounded. No, I hope you run into some wild dogs. Fuck off. I've always wanted to shoot a dog. We know that you're harboring a terrorist. Her name is Olga Asipienia. Who? I think you boys got the wrong fucking address. We all want her. No one else needs to die. Open the fucking gate or we torch the place. You've got 1 minute. Either Olga comes out or everyone dies. This is your last warning. What do we do now? We can't come back empty-handed. Kozlov will kill us. Yeah, this sucks. But is she really that important? Hey, shut up, both of you. You already forgot one what this last bitch did, Andre. I'm done. It's not about Kozlov's right. orders. It's about fucking payback. Hey, you inside, this is your last chance! Make a decision! Hand that bitch over or we start shooting. Well, what's it gonna be? Let me tell you how it's gonna go. Yes? You leave now, or you're gonna have serious problems. I think I saw something. Did you hear that? Scheiße! Oh, da hab ich mich wieder angestellt jetzt, ey. Das gibt's ja nicht. Fuck, wo kommen die? Du schießt ja schon. Verdammt, da ist es hier. Wie voll bin ich hier? Nein, nein, voll in die Strahlungszone. Jawohl. Oh, Mann, Igor, da hast du mich wieder dumm angestellt. Besser gesagt, ich. Ja, und ja, wir können uns auch verbrennen lassen in der Strahlungszone. Ja, das macht Spaß. Oh, nicht doch, Mann. Ich Trottel. Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind die Penner? Wieso haben die mich denn so gut gesehen? Ich habe doch hier so ein Schild an, wo sie mich eigentlich überhaupt nicht entdecken können. Diese Pissbirnen. Elende. Dreckige. Geht schon wieder gut los. Ich will erst das machen. Stehen sie da dumm rum, ne? Ja, meine Lieben. Ich höre echt Stimmen, wenn ich so eine Scheiße abziehe jedes Mal, gell? Das ist der Igor. Ich weiß, dass ich mich hier gerade verbrenne in der Strahlung. Ist mir jetzt egal. Das heilen wir gleich wieder. Aber jetzt sind die drei Affen weg.
heil dich mal schnell hier. Ein paar Pilzerei für die Psyche. Ich habe ein bisschen Angst vor der Wahrheit. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommt, wenn wir zu dem Kosthof gehen. Dann verändert er sich noch wie so Resident Evil Viech oder so. Und wir müssen den bekämpfen. Oder der schwarze Stalker kommt und hat ihn im Hinter... Also in seiner Hinterhand, um uns da vor den Mann zu hauen. Ich weiß es nicht. Das waren jetzt schon alle, ne? Ist das Fragezeichen jetzt eigentlich noch da? Das ist doch ein Scheiß. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich mit diesem Affen da quatsche. Der müsste doch noch da sein, oder hat er sich einfach verpisst? Der ist gar nicht mehr da. Doch. They won't bother you anymore. A tough guy, huh? Well done. Usually these assholes don't venture this far because of the lurkers. Anyways, thanks. We would have dealt with them ourselves, but I guess you saved us the trouble. Okay, viel mehr war das dann nicht. Einfach nur die Leute ausschalten und dann sind die zufrieden. Ja, prima. Und vor allem, wir kriegen nichts dafür. Naja, gut. Ich glaube, der Igor macht hier auch ganz schön viel Scheiße. Also irgendwie mit seinem... durch den Wahn, die Tatjana zu suchen, ist vielleicht irgendwas... Spiel wird gespeichert. Da unten ist der Koslov. Das... Ja, komm, wir machen das noch. Ich hoffe, das geht nicht wieder ewig jetzt hier. Ich trau dem Frieden nicht. Show me your hands. I didn't come here to play cops and robbers, Professor Kaminiuk. If I wanted to get rid of you, you'd be making your bed in a lime pit right now. Sei unfreundlich, sei höflich, aber reserviert. Ich habe keine Angst vor ihm und seinen unverhohlenen Drohungen. Es gibt keinen Grund, aggressiv zu sein, noch nicht. I can't wait. There's a helipad with an abandoned helicopter next to the railroad. Go there. Find the button that powers it up and press it. What's that supposed to do? Blow me to bits? No. No harm will come to you. Please, indulge me. Then come back and we will talk again. Okay, jetzt soll ich zu einem Helikopter gehen? Wir werden hier schon wieder durch die Gegend geschickt, hier querbeet. Alles klar, das ist da unser nächstes Ziel dann. Aber das machen wir in der nächsten Folge, sonst wird es zu lang. Jetzt sind wir bei 32 Minuten. Ich bin gespannt, was da passiert hier, was unser Semonov uns da... Ja, ach Quatsch, Semonov, Koslov. Was er uns da für Probleme oder nicht Probleme bereitet oder was wir dadurch für einen Aufschluss kriegen. Ich bin gespannt. Also, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo. Ich bin raus, wie immer auf meinem Kanal. Tschö mit Ö.